Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Im schönen Blauen. Hallo Schalke. Wir melden uns wieder zum Kia Auto Talk vor dem Spiel, dem abschließenden Spiel gegen Greuther Fürth. Wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen, Abi. Wir haben schon immer über eine kleine Serie gesprochen. Das ist das letzte Spiel in diesem Jahr. Wäre natürlich schön, wenn wir nochmal drei Punkte holen würden. Aber es wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel, denn Greuther Fürth steht auch oben mit dabei und hat auch die letzten Spiele einen guten Fußball gespielt. Wie siehst du das? Du, Pötter, ganz einfach. Wir haben zwei Spiele gewonnen, die wir gewinnen mussten. Ganz einfach, das sind Mannschaften, die wir schlagen müssen, um auch unten rauszukommen. Das war mir also von vornherein klar und ich habe auch vorher gesagt, wir haben die beiden Mannschaften werden wir auch schlagen. Greuther Fürth ist ja jetzt wieder ganz was anderes. Das ist eine ganz andere Mannschaft. Die stehen an vierter Stelle oben. Andere Hausnummer. Ja, ganz andere Hausnummer, wie du sagst. Und man darf nicht vergessen, die haben eine guten Misch in der Truppe da. Viele junge Spieler drin. Zwei so ganz junge Stürmer haben die auch. Von Bayern und noch irgendwoher. Ja. Und da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Das sind sehr schnelle Leute. Und Kaminski und Karl muss da ein bisschen aufpassen, weil die müssen sich schon ein bisschen enger rangehen und die müssen sich hier ein bisschen stören, wenn sie angespielt werden. Wenn die in den Räumen reinkommen und Zeit haben zu laufen, dann wird es ein bisschen eng für uns und dann wird es auch gefährlich, ganz klar. Wenn wir mit der gleichen Aufstellung spielen können? Also ich gehe mal von aus, der Gerrit wäre verrückt, wenn er jetzt eine andere... Ja, ich weiß jetzt nicht, auf der rechten Seite wird wahrscheinlich Brunner spielen. Ja. Ja. Aber sonst wird er schon die gleiche Aufstellung nehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nochmal groß anfängt, im letzten Spiel was auszutesten. Aber die Mannschaft muss jetzt einfach nochmal Gas geben. Das ist das letzte Spiel in diesem Jahr, da müssen wir brennen. Und wir spielen wieder vor ausverkauftem Haus. Und wenn wir drei Punkte holen, sieht die Sache schon etwas entspannter aus. Oder siehst du das anders? Nee, genau wie du sagst, Peter, das ist ganz klar. Dann kannst du schon mal so einen Schritt nach oben gucken. Und nach unten brauchst du dann erstmal nicht zu gucken. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es ein ganz schwieriges Spiel wird. Und die werden sich hier richtig gut vorbereiten gegen uns. Und ich glaube, wenn wir gewinnen, kein hoher Sieg. Wenn wir nur 1-0 oder 2-1 oder wie auch immer gewinnen, ist mir eigentlich egal. Ja, Hauptsache, wir kommen da unten noch ein Stück weg. Dann können wir die neue Saison anfangen mit dem ersten Spiel gegen Hamburg. Genau, im Januar. Alles, dann läuft es alles von alleine. Ja. Dann sind wir entspannt. Man sieht ja zum Beispiel bei Hertha, die haben ein Spiel gewonnen, haben noch ein Spiel gewonnen, dann gewinnen sie wieder. Ja. So, und dann haben sie sich erstmal aus der Abschiedszone verabschiedet. Ja. So müssen wir das eigentlich im Grunde genommen auch machen, so oder? Ja, dafür ist die Mannschaft zu stark, um da unten mit rumzueiern. Ne? Ja, also ich sag mal, liebe Schalker, ihr drückt wie immer die Daumen, das wissen wir natürlich auch. Und vielleicht haben wir ein Weihnachtsgeschenk mit drei Punkten, das wäre natürlich das Beste für den FC Schalke 04. Das wünsche ich mir natürlich auch und uns allen, Peter, du weißt. Ja. Drei Punkte, schöne Weihnachten, dann können wir auch besser feiern. Ja, vor allem, also, da können wir die Kerzen am Baum brennen lassen. Die werden sowieso brennen, aber dann werden wir schon mal richtig. Nicht den Baum anstecken, aber die Kerzen werden wir anstecken. Ja, dann werden wir Gas geben. Okay, alles klar. Glück auf. Glück auf. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Jungs.